Hey, mein Premium-Konto läuft bald aus, oder? Was? Neuigkeiten? Naja, öffentlicher Test, irgend sowas. Was ist denn 0.11? Was gibt's denn da? Ah, Puerto Rico. In 4, die AP-Granaten, was? Der Bauprozess der Werft besteht aus 40 Phasen. Oder je 1057 Duplonen. Wollte ich mich jetzt gerade verarschen? Ach, das sind auch wieder verschiedene Schiffe oder was? Ah. Wenn ich jetzt rechne, 40 mal 1750, da bist du ja bei 50, 60.000 Duplonen, die du da zahlen darfst, Alter. U-Boote werden verbessert. Sehr gut. Perfekt. Ja, toll. Die machen jetzt quasi U-Boote noch stärker. Und Rio de Janeiro ist neuer Flughafen. Gut, dann, was wäre das nächste, was wir hier daddeln? Müsste eigentlich, jetzt muss ich ja nicht mehr auf Missionen spielen, ne? Jetzt kann ich ja auch eigentlich zum Beispiel meine Zerstörer aufleveln oder auch zum Beispiel meinen Flugzeugträger der Deutschen. Wo ist er denn? Da, die Rhein. Ich spiele T4, Leute. Also falls jetzt jemand auch was Niedrigeres spielen möchte, wobei es passt eigentlich. Let's go! Immerhin kann mich da kein Torpedo abschießen, zumindest nicht wissentlich. Angenehmes Matchup. Du fährst morgen um 7 Uhr in die Ferien. Du fährst oder du fährst mit? Heute. Also bleibst gleich wach oder was? Chillig. Ich würde nicht mehr ins Bett gehen. Ich würde nicht mehr schlafen. Ganz ehrlich, ich würde auf der Autofahrt schlafen, dann wenn ich nicht fahren müsste. Da ich aber fahren müsste, sollte ich jetzt schon lange schlafen. Wäre es bei mir der Fall. Aber da ich keinen Urlaub habe, und wenn ich Urlaub habe, habe ich kein Geld, deswegen kann ich mir den Urlaub in Arsch schieben, auf Deutsch gesagt. Eltron generell ja, aber es gibt leider nur drei Leute, die in einer Division spielen können und das ist aktuell voll. Sollte aber da einer sich verpissen, bevor ich aufhöre zu streamen, kannst du gerne mitspielen. Ansonsten beim nächsten Mal gerne. Ist ja das rumfliegt. Nicht mal feierlich hier. Oh, guck mal an. Einfach mal abdroppen. Vielleicht treffen wir ja zufällig was. Nee, leider nicht. Schade. Es wäre auch einfach zu lucky gewesen. So, auf die. Ah, miserabler Anflugwinkel. Nee, das geht nicht über den Clan, es geht einfach über, über Divisions. Also man, ich lade dich dann quasi in eine Division ein. Und dann können wir zusammen daddeln. Ganz einfach, nichts dabei. Ein Torpedo. Aber das komplette gegnerische Team gespottet, ne? Oben rechts 11-mal Aufklärer. Ich würde sagen, wir spotten mal ein bisschen hier die DDs.
helfen unserem Team ein kleines Bisli. Sturzflug. Ja, sein Ernst. Jetzt bleibt er stehen, oder was? Ach, so ein Arschzerstörer. So ein Arschzerstörer. Oh, jetzt krieg ich natürlich Flak. Dass der da auch nicht mal weitergefahren ist. Schon wieder hart getriggert eigentlich. Das hingegen ist an sich super. Bei der Damage lässt zu wünschen übrig. Ja, der ist da alleine. Die New York. Weil die Kaiser kommt damit zur Unterstützung. B-Schein verloren. Dann versuchen wir mal die Königsberg ein bisschen hier zu langweilen, weil der hat scheinbar vor, die Bots sich zu snacken. Gegen den Berg gefahren. Nicht so smart. Gucken wir mal. Will ihn dafür bestrafen, dass er gegen Berge fährt? Jawohl. Doppelhit. Weil ich gerade in so guter Stimmung bin, machen wir das gleiche Schauspiel nochmal. Wobei, wenn er jetzt rückwärts fährt, könnte er sogar entkommen, weil es war leider nicht ganz ideal von mir. Ja, trotzdem noch einmal gehittet. Ich denke mal, der wird auch gleich sterben. Hoffe ich. Sehr schön. Die Omaha ist weg. Da oben sind zwei Schlachtschiffe. Die kümmern wir uns später mal. Jetzt gucken wir uns mit der Karlsruhe auf den Sack gehen. Falls die dann überhaupt noch lebt. Ey, da ist ein Zerstörer. Ja, ich dachte mir schon sowas in der Art. Unser Team hat die Führung übernommen. Sogar ein Flugzeug schon abgeschossen, diese scheiß Kreuzzerstörer da. Ja, leider ist halt das Problem bei den Flugzeugen, dass die einfach maximal ineffizient gegen solche Buben sind. Machen absolut keinen Schaden. Fahren wir ein bisschen hoch. Wer fährt denn die Kaiser? Eisprinzessin, ich fahre Richtung A hoch mit meinem Flugzeugträger. Unser Sieg ist in Sicht. Weißt du, umdrehst oder so? An Grillo das gleiche. Die meisten sind eh, das komplette gegnerische Team ist bei A eigentlich. Also ihr braucht eigentlich gar nicht bei C unten rumfahren oder so. Da ist keiner mehr. Die sind alle oben. Steht er da? Nicht so smart. Jetzt kriegt er bestimmt Panik. Würde ich mal behaupten. Na dann. Belohnen wir ihn mal für sein Verhalten. So, also gucken, dass wir wenigstens noch mit den anderen beiden irgendwas hinbekommen, schnell. Okay, das ist ein bisschen weird, aber es funktioniert generell mal. Na dann, let's go. Und her mit den Bombern. Sehr schön, nächster Doppelt.
König gegen Kongo, New York. Ah, die Tiger, die haut ab. Ah, das ist ja wirklich alles, ne? Alle vier Schlachtschiffe, die es noch gibt. Ne, warte mal, ein Schlachtschiff fehlt noch. Das ist da hinten irgendwo beim Flugzeugträger in der Nähe. Kurz gucken, dass wir ein bisschen besseren Anflugwinkel haben zur Tiger hin. Die nehmen A ein. Ey, jetzt haut der ab. Ist ja mit dem falsch. Sollte eigentlich passen. Jawohl. Zwar nicht perfekt, aber besser als nix. Was? Kennst du Kevin Harnisch aus der Pionierstraße 25? Nein, sollte ich ihn kennen? Ist bestimmt wieder irgendwas. Irgendein Insider von irgendwas wahrscheinlich. Ja, ich fahre übrigens gerade. Autopilot aktiviert. Sehr interessant. Ja, habe ich auch gerade gesehen, dass sie zu mir kommen. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich dachte so, Moment. Nicht so chillig. Ja, habe ich da einmal getroffen, ne? Sack. Also, nächster Anflug. Aufpassen, dass jetzt hier nicht. Ach, scheiße, ich war eine Sekunde zu spät. Nee, die wollte ich eigentlich gar nicht. Shit! Die Jungs sind doch eh nutzlos. Nutzlos wie Toastbrot. Mein Torpedo schwimmt immer noch. Der ist aber ganz knapp vorbeigeschwommen. Wie gesagt, die Dinger sind cool gegen Kreuzer, aber halt nicht gegen Schlachtschiffe. Auch wenn du jetzt hier ein bisschen Schaden gemacht hast, aber leider nicht effizient. Die spotten mich übrigens noch gar nicht. Was ist meine Spotting Range? Relativ niedrig, 9,3 Kilometer bloß. Ne, 10 Kilometer. Ne, 9,3. Die Abwehrbombe haben 10 Kilometer. Ich muss mir erstmal um die Schlachtschiffe kümmern, bevor ich mich um den Flugzeugträger kümmern kann. Leider. Ah, das war zu früh. Alter, das war ja richtig schlecht. Alter, war das schlecht. Och, Gott im Himmel, ey. Das war ja richtig peinlich. Boah, war das peinlich. Das war so schlecht. Die Piotr Velici. Schau mal. Ob die danach noch lebt, wenn ich mit ihr fertig bin. Wahrscheinlich schon. Muss noch ein bisschen weiter vorzielen. Ich weiß, war ein Doppelhit. Aber hätte trotzdem etwas besser laufen können. Das Ding ist nur, der hat mich gleich perfekt im Visier, wenn er so weitermacht. Na. 1000. Ah, nicht so toll. Nicht so toll. Hab auch kaum mehr Flugzeuge. Und er schießt auf mich. Ah, Arschloch. Kurz in die Ecke fahren. Also die Piotr schießt auf mich. Na gut, es ist keiner da, der mir helfen kann. Ne? Ich bin relativ auf mich allein gestellt jetzt. Naja, gib mir mal wieder eine Breitseite. Für nix und wieder nix. Muss jetzt mal gucken, dass ich mit den Jungs ein bisschen was treffe. Ich habe mich jetzt jedenfalls erstmal weggedreht von dem. Einfach damit er mir keine Breitseiten mehr geben kann. Unsere zwei Schlachtschiffe gehen jetzt auf Schlachtschiff und... Okay, Schlachtschiff ist zerstört, da ist nur noch der Carrier oben am Leben. So, ich würde das jetzt ganz gerne mal etwas besser hinbekommen.
mit dem Anfliegen. Das sieht erstmal ganz gut aus. Ah, der hat so viel Anti-Air. Aber ein doppelter Citadel-Hit. Sehr schön. Der hat aber richtig gefressen. Brennt tut er auch. Nicht durch mich zwar, aber egal, er brennt. Das ist alles, was zählt. Jetzt auch auf Krabben RTL 2. Ich glaube, er hat gelöscht, ne? Er hat gebrannt, aber er hat gelöscht. Das heißt, eigentlich sollten wir, wenn wir den jetzt noch reinschießen, gut wehtun können. Schauen wir mal. Ziel erreicht. Autopilot deaktiviert. Ah, Doppelhit nur. Mann. Ich hasse mein Leben. Egal, scheiß drauf. Ah, ist das ätzend. Wassereinbruch ist eigentlich so eine Geschichte für sich selber. Kriege ich grundsätzlich nie hin. Außer es ist gegen mich. Dann krieg ich's hin. Das Ding brennt. Und ich denke, das war's. Sehr schön. Gegnerische Schlachtschiff versenkt. Supi. Zwar kein Geld bekommen, wo ich 50.000 Schaden gemacht habe. Grillo mit der Kongo auch sehr effizient. Was brauchen wir für die nächste Stufe? 60.000? Nürnberg hat auch gewonnen, Alter. Was brauchen wir für die nächste? 40.000? Echt? Nur 40.000? Haben wir schon über die Hälfte. Dann können wir uns schon den T6er holen, die Weser. Für 4 Millionen. Geht direkt wieder in die Insolvenz, Alter. Gut, dann haben wir einen deutschen Schlachtkreuzer, die Moltke. Die nächste Stufe, da wäre dann die Derflinger. Deswegen werde ich jetzt erstmal mit der Moltke eine Runde daddeln. Das sieht auch noch ein bisschen... Ich muss ja XP leveln, Leute. Ich muss XP leveln. Ich muss alle deutschen Schiffe hochballern. Was? RTK? Krabben-TV? Die Japaner treffen besser als die Deutschen, das ist nicht falsch. Die Japaner haben, allerdings, die Japaner sind Close Combat ein bisschen im Nachteil gegenüber den Deutschen. Generell. Deutsche sind vor allem Midrange ganz cool. Amis sind irgendwie so ein bisschen so, die generell cool sind. Briten habe ich noch nicht gespielt, kann ich nichts zu sagen. Russen habe ich auch nichts zu sagen. Auf nach C, ole ole. Das Schöne ist an den Schlachtkreuzern, dass die relativ hohe Speed und gute Manövrierbarkeit haben, relativ. Halten halt auch weniger aus. Bisschen. Aber hübsche Schiffe. Radio et Television de Krabben. Oh ja, was haben wir denn da? Ein Bot? Ein Suicide-Bot? Nicht zu verwechseln mit Suicide Squad.
Na, direkt mal abfucken hier, komm. Ah, da oben ist ein Spieler. Erstmal den Spieler fokussieren. Ey, was kommt denn da alles? FML, Alter. Okay, ich war wieder etwas zu aggro scheinbar. Zum Glück hat die Agin Kurt, oder wie das Ding da heißt, ihr komplettes Leben vorbeigesetzt. Oh, da kommt ein Zerstörer. Alter, ist ja alles hier. Wollte mich gerade verarschen eigentlich. Da weißt du gar nicht, wohin du zuerst schießen sollst aktuell. Erstmal auf die Kuma da. Erstmal die Kuma ins Koma schießen. Oder auch nicht. Ah, immerhin. Immerhin, den Arsch habe ich getroffen. Alle fahren mit der Tiger, gell? Das ist hier dieses britische... Also eines der britischen Schiffe, glaube ich, was du für Punkte bekommst. Also was du für das erste, was du für britische Marken kaufen kannst. Jetzt hat Mensch, meine Güte. Und da ist wieder die Suma. Die sind so schnell, die Dinger. Oh, shit. Die sollten eigentlich sitzen. Ja, sehr nice. Sogar zwei Citadels sogar. Kuma ist das... Was? Kuma ist das japanische Wort für Bär. In seinem Fall der tote Bär gleich. Der ist kaputt. Oma verpisst sich. Dann halten wir uns erstmal an die Tiger. Der schießt eh woanders hin aktuell. Ist ja nur die Frage. Ja... Der kam ganz okay. Nicht. L steht halt für Luxemburg in RTL. So, Sekundärgeschütze. Auch direkt der erste Hit. Ich schwör, Sekundärgeschütze der Deutschen immer Premium. Habe ich schon auch schon gecheckt in der Zwischenzeit. Nur kurz Richtungswechsel, weil, ne? Genau, genau aus dem Grund. Wollte ich das eigentlich machen? Ob ich jetzt hier den ganzen Tag Breitseiten bekomme, weil ich jetzt natürlich das Only Target bin, was es hier gibt. Na super. So viel zu meiner Trefferchance heute. Heute ist nicht mein Tag. Heute ist nicht so mein Tag, meine Freunde. Au. Au. Der trifft nicht, aber dennoch sehr ärgerlich. Was brennt denn der Sack nicht? Hat der irgendwie das Anti-Brenn-DLC gekauft für 1 Euro oder? Hat auch mehr Leben als ich irgendwie. Mach jetzt meinen alten Bitch-Move, den ich schon damals in alten Zeiten immer gemacht habe bei sowas. Versucht jetzt einfach zu umfahren, dass ich auf seiner anderen Seite bin. Dass er mich nicht mehr trifft. Mit seinen Hauptgeschützen. Also, na gut, seine Vorderfrontgeschütze treffen trotzdem. 13 Zieltreffer gelandet bei dem, gell? Glaubt ihr, dass der mal brennt oder so? Also, hat der überhaupt sowas? Hat der überhaupt Feuer? Ah, jetzt hat. Einfach einhalten. Komm, wir rammen ihn. Wir rammen das Schwein. Wir nehmen ihn mit in den Tod. Bam, Alter. Ah, Idiot, ey. Hab ich ihn mitgenommen. So, wir hatten eine fette Action auf alle Fälle bei uns. Weiß nicht, was bei euch so abgeht hier. Einfach 70.000 Damage gemacht. Und hab den Sack weggerammt. Geil. Was? Zerstören Sie zum ersten Mal ein Schiff durch Rammen. Geil. Noch nie davor ein Schiff gerammt.
Bei sich sieht es ganz gut aus, auf den ersten Blick mal. Jawohl. Der Bot geht jetzt zwar auch baden. Ne, nicht mal. Alter, doch, jetzt wollte ich schon sagen. Wo ist denn unser anderer? Hier, da. Eisprinzessin. Im 1 gegen 1 gegen den Zerstörer. Na, das kann was werden. Jetzt sterben unsere Schiffe gerade ein bisschen. Hat die einen Skin? Schon, oder? Wie das ausschaut. Ah ja, jetzt hat er aber. Ob der seine Torpedos noch abgeschossen hat? Ja, aber die sind schlecht. Nicht so gut, Torpedos. Da hinten ist eine fast tote Kaiser. Ich korrigiere, eine fast tote Kaiser. Alter, euer Ernst. Könnt ihr den bitte töten? Wow. Einfach nur wow. Jetzt hat. Krass. Unser Team hat die Führung übernommen. Toll gemacht. Sieht ein bisschen aus wie ein Zerstörer. Das Ding. Ein gut, Torpedos hat er auf alle Fälle. Ist aber ein Kreuzer. Und da ist. Ja. Oh. Da ist eine New York. Einfach mal gut Glück Torpedos rein. Jawohl, wie viele Torpedos hat denn das Ding, Alter? The fuck? 2, 4, 6 Torpedos hat der. Trifft aber den Zerstörer nicht. Schießt busy schlecht sogar fast. Schießt doch mit AP. Ich würde mit HE schießen. Ancheon, ich wünsche dir eine gute Nacht, falls du schlafen kannst. Wenn nicht, dann sehen wir uns gleich wieder. Kleiner Spaß, Freunde. Ich wünsche dir immer ein kühles Kopfkissen. Der ist tot. Na, es wird spannend. Also es ist doch noch relativ ausgeglichen jetzt. Es war schon richtig schlecht, was das Ding gerade gemacht hatte. Was ist das? Mehr sieht aus wie ein Wackelpudding. Was ist denn du für Wackelpuddings? Alter, was schießt denn da alles? The fuck? Für Dinger einfach aus der Agincourt rausschießen. Na gut, sind Sekundärgeschütze, ne? Ich glaube, dass die Agincourt das Rennen macht hier gegen die König. Das Problem ist, die Agincourt hat ihre Geschütze zuerst ready und kann komplett Breitseite geben, während die König nicht Breitseite geben kann. Und die Kuma schießt auch noch mit hin. Ja, denk mal, das war's für die König. Dann können wir uns aus dem Match verpissen, weil ich sage euch auch ganz ehrlich, ich glaube, dass es verloren wird. Ah, das werden wir dann sehen. Die Agincourt hat echt krass viele Geschütze, gell? Nein, nicht die Vision verlassen. Was habe ich denn jetzt? Ich habe hier so ein komisches Ding auf einmal. Seht ihr diesen Mauszeiger? Ja. So immer das sein soll. Ah, jetzt geht's wieder. So, dann spielen wir deutschen Zerstörer. Die V-170. Denn wir brauchen 11.000. Also ein Match noch, dann kann ich mir die nächste Stufe freischalten von den deutschen Zerstörern. Ich habe keine komische Mod installiert. Das sind alles Mods, die Wargaming selber vorgibt. Es ist, ich weiß nicht mal, welche Mod das ist, ehrlich gesagt. Die dieses Problem auslöst.
Wenn ich es wüsste, würde ich es ändern. Schau, das Zeug ist alles so unnormal teuer einfach, Alter. Es ist alles so teuer. Was ist das jetzt? Auktion. Ganz toll. So schon kein Geld. Oh, 300.000 Kohle, 20.000 Duplonen. Geil. Alles direkt kaufen, alles so billig. So, warum kann ich jetzt nicht Gefecht starten? Also, ich habe T4. Ah, Grillo, du kannst maximal T5 spielen. Gibt's ein T5 U-Boot? Ansonsten, weil wir haben beide T4 Schiffe, das heißt, du müsstest quasi T5 nehmen oder halt auch T4, falls du kannst. Wenn das für dich in Ordnung wäre. Okay. So, wir können uns dann die Queen Mary und die Tiger kaufen. Naja, dann kaufen wir uns das auch beide mal. Queen Mary. Warte mal, Tiger können wir auch kaufen. So, das nächste wäre dann die Hermes irgendwann mal. Habe ich jetzt wenigstens auch extra Plätze dazu bekommen? Nee, Arschlöcher. Sorry. Die haben mich voll abgezogen. Dachte, du kriegst da Plätze mit dazu, nee? Sauerei. Für den Bot-Match. Mir jetzt schon relativ sicher. So, übrigens meine letzte Schlacht hier, by the way. Fürs Protokoll. Danach werde auch ich mein Glück versuchen, ins Bett zu gehen. Ob das funktioniert, das werden wir dann sehen. Wenn es soweit ist. Plätze gibt es jetzt nur für dich für 99,99 €, ja. Ah. Wir haben ein Botmatch gefunden. Ja. Also wir sind jetzt die einzigen Spieler in unserem Team und auf dem Feind, im feindlichen Team gibt es auch 3 Spieler. Cool. Immerhin denke ich mal, wir werden auf alle Fälle... eventuell einen oder anderen Kill machen können. Schau mal. Tut tut. Alle Mann auf Gefechtsstation. Ja, der Typ, der spielt auch immer nachts. Der Typ schreibt immer. Dieser Mikroraptor, der ist auch immer da. Ja, der Typ ist cool. Ja, immer mit seinem Moin aus Kiel. Da hat es sich auf den Hotkey gelegt, safe.
Mal gucken, ob er auf sowas auch reagiert, ob er einfach nur seinen Moin aus Kiel spammt. Geht denn hier alles ab, Alter? Was sind das hier? Eine Reihen. Ah, Reihen gegen Reihen. Erstmal ein paar Torpies rein. Spotting Range ist halt übelst low bei uns. 5,5 Kilometer, das ist der einzige kleine Vorteil. An diesem wunderschönen Gerät hier. Bord. Alles Bord. Torpedos werden die nichts treffen, denke ich mal. Die ich da abgefeuert habe. Es war halt eher so ein Good luck, have fun. Die fahren mal direkt zu, ne? Das geht nicht gut aus. Gespottet hat er mich schon. Ist nur ein Bot. An sich. Muss ja trotzdem nicht so übertreiben. Erste Torpedo, weiß ich nicht. Der erste trifft nicht, aber die dahinter könnte treffen, wenn er voll reinfährt. Mal gucken. Nein, treffe nicht. Schade. Schade, schade. Er hat ein bisschen abgeslowt. Hat ihm hier den Arsch gerettet in der Situation. Unwahrscheinlich, den zu treffen. Das ist die Frage, wo fährt der Bube denn lang aktuell? Oh, shit. Jetzt bin ich gespottet. Machen wir es erstmal unsichtbar. Bin nämlich nicht da. Das reimt sich. Okay. Ich glaube, der hat mich gar nicht richtig realisiert. Ist halt nur die Frage. Treffen wir den? Oh. Ganz knapp. Ganz knapp verfehlt den Kollegen. Steht auch eigentlich fast, ne? Macht denn der da? Hat der keinen Bock mehr oder ist in Rente gegangen? Ich habe noch keinen einzigen Damage gemacht bis jetzt. Ich bin zwar da, aber ich weiß noch nicht für was. Was nehmen denn die ein? Hör, die nehmen unseren Punkt ein, Alter. Wollen wir jetzt gerade flachsen? Eisprinzessin, kümmerst du dich darum, dass der Bot unseren Punkt nicht einnimmt? Ansonsten wäre schon ein bisschen peinlich, wenn wir jetzt durch einen Bot verlieren, weil der unseren Punkt einnimmt. Wäre schon sehr peinlich. Ja, der hat auch wirklich ein Glück, der Typ heute, ne? Oder ich ein Pech. Keine Ahnung. Ja, einfach nur dumm reinfahren ist auch nicht die Lösung. Schau doch ganz woanders hin. Spottet mich jetzt. Oh, fuck. Das wird interesting. Erstmal von dem da weg. Kriegen wir natürlich auch erstmal Quittung. Und er brennt. Und ich bin weg. Immerhin kann ich sagen, ich habe ein bisschen Schaden gemacht. Welche Punkte meinst du, Tomate? Gib viele Punkte. Torpedos voraus. Ha!
Jetzt habe ich ihn mal getroffen, den Sack. Den man da eine Stunde rumgekämmt hat, hinten bei sich in der Basis. So ein bisschen auf die Flöte da schießen. Ne, die Reuter. Ey, da ist auch noch was. Was ist denn das alles hier? Ich schwöre. Ist hier alles rumgammelt. Okay, der ist auf alle Fälle tot. Sehr schön. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Zum Einnehmen. Also das ist hier so, wenn die jetzt unsere Flagge, also unsere Basis einnehmen, haben wir verloren. Aber wir können den Eroberungsfortschritt zurücksetzen, wenn wir auf die schießen. Ansonsten bei dem anderen ist halt so, wenn es mehrere Punkte gibt. Man nimmt quasi die Punkte ein und dann kriegst du halt Punkte dafür. Wenn Schiffe zerstört werden, werden quasi wieder Punkte abgezogen und dem anderen Team gut geschrieben und so. So, es ist übrigens nur noch unser Squad am Leben. Ist natürlich logisch, der Rest waren Bots. Relativ knappes Matchup aktuell. Beide Seiten können an sich gewinnen. Man könnte auch einfach versuchen, jetzt auf einen Punkt drauf zu fahren von denen. Und die anderen können die verteidigen, das wäre auch möglich. Das Ding ist, die gammeln da hinten jetzt irgendwo in der Ecke rum. Einzige, was ich spotten könnte, wäre der Carrier von denen. War noch relativ smart positioniert an sich, ne? Stehen zusammen. Ah, okay, der bewegt sich aktuell. Kurz unsere Flak ausstellen. Ja, die fahren beide zusammen, ja. Schön Händchen halten hier. Süß. Süß, süß. Er dreht ein bisschen. Einmal kurz Wendung und weg. Aber ohne gegen den Berg zu fahren, bitte. Könnte sein, dass wir die Queen Mary mitnehmen. Und zwar komplett. Mit ein bisschen Glück. Ich sehe nichts mehr. Na gut, müssen wir jetzt abwarten und Tee trinken. Aber ich glaube, das war an sich ganz gut vom Winkel her. Ne? Nicht? Hat er sich echt weggemogelt? Hat er echt. Na, ja, Glück gehabt. Ein bisschen weiter vor aimen müssen. Jetzt müssen wir nur aufpassen, weil wir gleich in seiner Spotting Range sind. Nebelwerfer gestartet. Einmal nebeln. Dann bin ich nämlich nicht mehr da. Auf dem Papier. Ja, er spottet die Torpedos mit dem Flugzeug. Ah, der fährt voll rein. Der Junge fährt voll rein. Er kriegt jetzt er kriegt alle Torpedos ab. Er hat alle Torpedos abbekommen. Er ist jetzt auf alle Fälle mal nicht mehr happy. Tschüss. Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. komm, lass die Reihen wegmachen kurz. Wo ist denn der mit seinen Flugzeugen? Übrigens, wir können Flak auch wieder anmachen. Hat gar keine Flugzeuge oder was? Doch, da kommen seine Torpedo-Jungs. Torpedoleres. Da wird es wahrscheinlich gleich hier einmal. Ganz krasse Moves wird er jetzt gleich drauf haben. Moves like Jagger. Torpedos direkt voraus. Oh shit. Okay, alles cool. Also, was mache ich jetzt? Ihr wisst es. Wir gucken, dass wir den jetzt einfach unsere ganzen Torpis reinballern.
Hey, wo kommt das jetzt her? Hey, was ist das? Ach, hinter mir. Hallo? Und das war's dann wahrscheinlich auch mit dem Ding. Sehr schön. Gegnerischer Flugzeugträger zerstört. Yep, das Kesselgang gibt's hier jetzt auch. Sehr gut, 200.000 Credits. Genug XP, Auftrag abgeschlossen. Sehr schöne Leistung, Jungs. Habt ihr alle sehr fein gemacht. Bin sehr stolz auf euch. War eine gute Runde. Zum Ende hin nochmal. Und sogar noch einen Auftrag abgeschlossen. Container. Nehmen wir Kohle. Den Rest kann ich mir hier... Dukaten kann ich mir so holen, scheiß drauf. Gebe mal wieder 50 Euro aus irgendwann mal oder so. Mache ich einen auf dicke Krabbe. So. Sind wir jetzt bei Aufgabe 8? Heißt Aufgabe 8 doppelt? Ne, Brandstifter. Ach, Stufe 8 habe ich auch noch nicht. Ah, wir müssen noch irgendwann mal Brandstifter werden. Guck an, Aufgabe 9. Beschädigung, zerstören Sie in keinem... Das kriegen wir bestimmt irgendwann mal hin. So, ich glaube, dann haben wir alles heute. Ah, nee, eins wollte ich noch machen. Und zwar dich. Müssen wir leider nicht... Also, machen Sie erstmal kurz anders. Warte mal, man konnte doch Plätze kaufen, ne? Ja, du Blech, schwör, ist so teuer einfach. 80 Euro, ne, ey, verpisst euch, Alter. Was ist das denn, Jackpot? 7500 Duplonen und 10 Millionen Credits. Weiß nicht, ob das ein gutes Angebot ist. Ich wollte aber eigentlich Schiffsplätze kaufen. Ach, ich könnte noch kostenlose... Huch! Kostenlose Belohnung abholen. Premium-Konto, ne. Was es so gibt hier, ne? Was ist denn Wargaming-Premium eigentlich? Wenn ich jetzt dieses Wargaming-Premium habe, bekomme ich dann... Gilt für World of Warcraft. Bekomme ich dann... Wenn ich jetzt Warships Premium habe, doppelte Belohnung? Ich bin gegrillt. Versuche immer noch herauszufinden, wo die Schiffsplätze waren. Irgendwo war doch Schiffsplätze. Kann ich irgendwas suchen? Anpassungen? Nee, war es auch nicht. Sonderaktion. Konnte irgendwo Schiffsplätze kaufen? Und da habe ich dann irgendwie gesehen, wenn du blablabla kaufst, dann kriegst du, wenn du 5 kaufst, kriegst du einen umsonst oder irgend sowas. Ich weiß nicht, wo das war. Die kaufst du unter Schiffe kaufen. Wo? Oh. Ja, Platz kaufen weiß ich schon. Aber es gab irgendwo ein Angebot. Wenn du 5 Plätze kaufst, kriegst du... Wenn ich jetzt das kaufe, kaufe ich einfach einen für 300. Ich habe irgendwo einen gesehen. Eine Schiffsladung an Kreditpunkten. 62,5 Millionen. Na gut, egal. Dann machen wir es jetzt anders. Gut, die müssen wir behalten. Wobei, wir können auch einfach bessere freischalten, rein theoretisch. Sonderaktion. Das war es auf alle Fälle nicht. Oder was hier? Weil hier gibt es ja nichts für Duplonen, ne? Sonderaktion. Ja. Vielleicht war es auch wirklich mal nur ein Angebot und ich habe es verpasst oder so. Gut, dann kaufen wir uns jetzt einfach mal einen Platz wieder dazu. Ja. Und dann... Weil die Kolberg kann eh weg, oder? Warte mal ganz kurz. Kolberg. Ne, die Kolberg kann auch eh weg zum Beispiel. Im Premium-Shop. Sonderaktion. Ne, gibt's nix.
Arschlöcher. Was soll ich jetzt machen? Ich wollte das Ding hier verkaufen. Mal kurz gucken. Wollte irgendwas zum Wegschmeißen haben. Das können wir ausbauen. Ja. Unübersichtliche Shops sind ein Mittel, damit du mehr kaufst. Ja, das denke ich mir schon. So, das Ding wird verkauft. Jersey. So, die von der Tann ist ein Schlachtschiff der Stufe 3. Und der Vorgänger der Moltke. Damit ist das Ding eigentlich auch hinfällig. Ausbauen. Dich schickt mal in die Reserve. Und auch du wirst verkauft. Wie gesagt, ich behalte alle Schiffe ab Stufe 5. Außer Flugzeugträger. Nee, Flugzeugträger auf niedrigen Stufen verballere ich auch später. Ab Stufe 5 behalte ich den Müll. Aber alles drunter, wenn ich das Zeug freigebe. Ein Premium-Schiff einfach, ne? Aber alles bis Stufe 5 werde ich verschmeißen. Das heißt, wir werden jetzt auch hier uns quasi den in die Reserve schicken. Wir werden das Ding hier... Tschüss. Das Ding hier. Tschüss. Dann kaufen wir uns jetzt das Ding. Die Plätze waren befristetes Angebot. Okay, danke. So, wir brauchen keinen Kapitän. Den haben wir nämlich schon. So, die VT22, meine Freunde. ...13.700 Höchstschaden. Wo war die andere jetzt? Da. Was machen da die Torpis? 10.600. Schaden wird schon mal deutlich höher. Jedenfalls, du wirst verkauft. Für eine 500.000. Und damit stellen wir das Ding in den Dienst. Du bekommst den Kapitän. Bekommst das Ding. Der war eh schon richtig. Oder warte mal ganz kurz. Ne, genau. Den schicken wir hier rein. Kostenlose Umschulung. Das werden wir überleben. Ein paar Schlachten. Öko-Boni. Wie viel habe ich von denen? Wo habe ich denn die ganzen Boni her auf einmal? Ja, das Einzige aus dem Fehl sind die, aber da haben wir noch 300 EP. Also ich habe noch genug irgendwie. Aber wir machen trotz allem automatisch Kaufen an. Das machen wir nicht. So, die Upgrades, ja. Da gibt es dann noch mehr Damage. Ne, warte mal. Hä? Torpedoreichweite. Ah, auf 7,5 Kilometer. Und die Geschwindigkeit ist ein bisschen besser. Was ist unsere Spotting Range eigentlich mit dem glumbernden Ding? Ist irgendwas Interessantes? Torpedogeschwindigkeit. Ah. Der würde ja schon Sinn machen, den einzubauen, ne? Langfristig mal. Aber ansonsten so, wir haben hydroakustische Suche dabei, das ist interessant. Na gut. Dann will ich an der Stelle sagen, ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Danke fürs dabei gewesen sein. Wir sehen uns vielleicht morgen Abend wieder. Mal gucken. Ansonsten nicht vergessen, Eier essen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Schlaf gut. Auch bei dem Scheißwetter.